Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Alles klar, Gothic. Und jetzt, wo Kane gerade mal rausgeht, ne? Hab ich so eine Idee. Die Saat, in dem Dialog steht doch drin. Der Mann sieht ziemlich beschäftigt aus. Alles klar. Was ist das, das Wissen-Prinzip? Ja, ich verstehe. Okay, das war einfach. damit habe ich das. Alles klar! Das Rezept schon mal vorhanden. Kraut zu Gomez bringen. Was ist das Kraut? Okay, erstmal ins alte Lager, dann ins neue Lager. Ich weiß nämlich auch noch nicht, wie man ins neue Lager kommt. Daher ist das nicht weiter schlimm. Alles klar, ihr hört das Hupen doch draußen, ne? Ich habe übrigens gerade, weil das ist eine wichtige Info. Erwache! Erwache! Alles klar. Stimmt, ich wollte ja sagen, dass ich mal ohne God Mode probieren wollte, zumindest. Richtig. Nein, im neuen Lager weiß ich noch nicht wo und das war der Händler, ne? Der verkauft mir Sachen, oder? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ach, meine Augen. So, habe ich Sachen, die ich nicht brauche? Fackeln, Münzen, Wanzen, Fleisch, Wolfsfette, Sumpfkraut. Das sind Karten, die brauche ich alle noch. Die Pilze auch. Artefakte, Feuerball und sowas brauche ich auch alles. Eine Buddlerhose. Alles Sachen, die ich noch brauche. Die Schwerter könnte ich verkaufen. Okay, das schafft er nicht ganz. Klinge glühender Stahl, Ringe Gewandtheit. An der Geschichte muss wohl doch was kommen. Okay, gehe ich davon aus, dass der kein besseres haben wird. Dann kann ich das so machen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Gut. Ab ins alte Lager. Ich brauche dringend eine Schnellreisefunktion. Ich weiß nicht, ob das demnächst wie bei Wizen weiß ich, hatten wir das ja mit den Teleportsteinen. Die kamen ja mittlerweile dann irgendwann mal so ab dem ersten Drittel des Spiels. Wir dürften so langsam zumindest das erste Viertel von Gothic 1 erreicht haben. So wie ich das gerade einschätze. Also im Film war das schon so das erste Drittel. Quasi Akt 3 oder Akt 2, wie es man es in Romanen sagen würde. Aber Film ist ja nicht komplett gleich Spiel. Was gut, denn? Dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja, und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Und ich muss was tun? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Kap-
2. Das Nest der Minecrawler. Ich hatte gerade kurz keine Rückmeldung. Ich speichere mal lieber. Also geht es jetzt echt weiter. Das, ja, so viel zu dem Thema Spielfortschritt, ne, was ich gesagt habe. Trotzdem muss ich erst ins alte Lager und dann kann ich wieder, ich muss ja eh wieder zurück. Es sei denn natürlich, ich finde im alten Lager den Weg, wie man zum neuen Lager kommt, wenn das so halb irgendwie auf dem... Nee, ich gehe trotzdem erst wieder zum Sumpf zurück. Ich will das hier erst abschließen. Bevor ich im neuen Lager kriege, wahrscheinlich auch wieder ganz viele Quests. Denke ich jetzt einfach mal. Na. Wieso kann ich denn wieder nicht... Das fängt schon gut an hier. Das fängt echt gut an. Wieso kann ich denn nicht kämpfen? Junge! Was soll die Scheiße, Mann? Wieso funktionierte das denn jetzt gerade bitte schön nicht? So kann ich doch problemlos schwingen. Wieso gerade nicht? Behindert? Ich speichere mal. Oh, was haben wir denn da mit den Moderaten? Schützen die irgendwas? Kann ich auch nicht angreifen, was ist denn das? Das ist meine linke Maus, das ich kann hier einfach nicht ziehen. Alles klar, mein Gothic-Profil ist nicht ausgewählt. Auch wenn sich das eigentlich automatisch umstellen sollte. Aber warte mal, ich kann doch... Ich drück... Ich versteh's nicht. So geht's jetzt vielleicht. Du fehlst noch. So. Ich habe das Gefühl, das Spiel besteht aus den zwei Möglichkeiten unsterblich oder mit einem Schlag weg. Ja. Es wäre natürlich nicht so nice. Habe ich auch nicht so in Erinnerung. Aber man kann ja alles befürchten. Oh, hier scheint was Gutes in der Höhle zu sein. Oder zumindest viel. Ah, zumindest eine ganze Leiche. Was haben wir da? Eine Keule? Naja, gut. Ich keule mir hier auch gleich ein. So, da hinten haben wir doch noch eine leckere Blutfliege. Diesen Megabrummen halt immer. So. Jetzt können wir hoffentlich auch den Scavenger angreifen. Alles klar. So. Das war kein Problem. Die werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht angreifen können, oder?
Ich habe extra vorher gespeichert, aber... Na. Achso, jetzt mache ich den Schaden. So, die haben mir natürlich allerdings auch kräftig reingehauen. Was hab ich denn zum Heilen? Erstmal Fleisch. So. Fleisch ist ja, wie man weiß, die wichtigste Quelle irgendwie in Gothic und Wisdom fürs Heilen. So. Ich werde, wie bei jedem Gothic-Teil, wahrscheinlich erst spät anfangen zu Mana-Skillen. Außer in Gothic 3 bei meinem neuen Let's Play, da wollte ich diesmal das... Aber das ist natürlich erst in... Ne, keine Ahnung, wie viele Folgen beginnt das dann erst. Schätze ich mal so knapp. Oh. In 400 Folgen oder so beginnt Gothic 3 erst. Je nachdem, wie lang Gothic 2 geht. Gothic 1 werde ich mit 150 Folgen einschätzen. Da kann man halt noch nichts sagen. Aber, zumindest... denke ich... dass ich da mal was Neues halt ausprobieren wollte. Aua. Na. So. Schön, dass ihr so viele Krallen habt. Das gibt mir nämlich immer relativ viel. War da gerade was hinter mir? Da hinten sind die Goblins, weiß ich, über der Brücke, aber mit denen muss ich mich ja noch nicht außer auseinandersetzen. Das ist das Wort, was ich suchte. Okay. Manchmal hat er den Ton, aber der schlägt gar nicht. So, hallo. Na. Meine Güte. Also, der Kampf ist an sich kein Problem, die Treffgenauigkeit ist das Schlimme. Und irgendwie habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu anderen Gothic-Teilen, repopularisiert sich die Welt. Ich bin mir ganz sicher, dass hier vorher keine mehr waren. Was? Oh, ho, 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 ho. Da will ich aber nichts sagen. Auch daran liegen kann, dass das ein neues Kapitel ist. Ich weiß noch, wie in Wizen. Die ganze Welt war tot. Wow. Alles klar, halt. Sag da nichts. Ist vielleicht besser so, oder? Ich sag da lieber besser nichts. Nee, ich denke, es liegt daran, dass das ein neues Kapitel ist. Sonst wäre das hier alles noch totenleer. Was ja gut ist, weil dann kriegen wir wieder Erfahrungspunkte. Ja, guck mal. Nee, ganz sicher ist das, haben wir die nicht getötet. Das hätte ich gewusst. Es sind deutlich mehr als im ersten Kapitel. Wir sind nicht mal im neuen Lager gewesen. Also, Schwierigkeit zieht... Naja, weiß ich jetzt nicht, ob die anzieht, aber... Aber ehrlich. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Mordrak, hast du Geld? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Du hast kein Geld.
Du hast Dietrich, und da ich ja jetzt weiß, wie das Prinzip funktioniert, kann ich das schon wiederum... War doch klar, dass das Ärger gibt. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich hätte, naja, egal, 4 Erz raushauen können, aber an diesen 4 Erz werde ich hoffentlich nicht pleite gehen. Ich speichere lieber, bevor ich hier was falsch mache, wenn ihr auf mich zulaufen. Hallo? Da! Oh. Ich verstehe. Zeig mir deine Ware. 1620? Alles klar. Das ist mal die Bank of Corines. Wie? Also wie viel habe ich denn? 1232. Guck mal. Jetzt muss ich herausfinden. Das Rezept der Sekte. Wer wollte das haben? Dext. Ah, guck mal, perfekt. Hallo? Hier. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Ja, ne? Okay, Fokus für die Gurus. Ach ja, das Kraut zu Gomez bringen. So, ich darf ja jetzt eh da rein. Hoffe ich mal langsam. Also ich wüsste nicht echt, was ich noch mehr machen könnte. Aber erstmal gucken. Vielleicht kommen wir rein. Erstmal zu Diego. Fällt mir ein. Ich habe 33 Lernpunkte. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit mit nur 10. Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Mach das, Große. Also, wenn hier jemand auf jemanden aufpassen muss, dann er auf sich nicht. Hey, was denn? Hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell! Sonst versäumst du noch den Auftritt. Ich kenne die Band In Extremo. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Mhm. Erstmal wollte ich 2 Lärmstärkepunkte kriegen, damit ich 40 habe. Deine Kampfkraft ist ein. Komm bald wieder. Ja, weil wenn ich so einen runden Wert habe, ist immer gut. So, und wo ist die Bühne? Darf ich jetzt eigentlich rein? Ich habe eine Ladung Kraut von Corcalom für Gomez. Zeig her. Gut. Du kannst durch. Geh direkt zum Haus der Erzbarone. Bartolo wird dich empfangen. Ja, Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein,
Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Alles klar. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Was ist es? Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ja. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Mhm. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Ah, okay. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay. Ich kümmere mich darum. So. Ich dürfte jetzt zwar eigentlich auch in die Burg, aber das macht nichts. Da ist in Extremo. Nein, ich wollte sie doch killen. Nein, ich mache jetzt mal einen Cut, bis zur nächsten Folge und tschüss.